Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor 5 Monaten sprach die AfD, sprach ich selber, das Thema der kriminellen Großclans hier an. Bis dahin hatten alle Parteien das Problem hier im Bundestag totgeschwiegen über Jahrzehnte. Damals ging es um Mahmoud Al-Zayn, den Chef einer orientalischen, schwerkriminellen Großfamilie mit über 15.000 Mitgliedern. Er hatte seinen ersten Abschiebebescheid erhalten vor 31 Jahren. Kein Einzelfall, Schwerstverbrecher werden hier nicht abgeschoben. Mehr noch, die Bundesregierung ließ bewusst zu, dass die mafiaartigen arabischen Großclans auf über 200.000 Mitglieder anschwellen konnten. Durch offene Grenzen, Herr Seehofer, und Ihre Familienzusammenführung. Eine gigantische Zahl. Bedenken Sie nur einen Moment. Die gesamte deutsche Polizeimacht hat zusammen 270.000 Kräfte, wenn Sie alles zusammenzählen. Wir, die AfD, haben Sie eindringlich gewarnt und rechtzeitig, hier auf höchster Ebene der deutschen Politik und so, dass es das ganze Land hört. Kaum 3 Wochen später raffte sich die Bundesregierung endlich auf. Mit großem medialen Getöse wurde erstmals ein Clanchef abgeschoben. Sie sehen, meine Damen und Herren, die AfD ist die treibende Kraft hier im Land, ist die treibende Kraft. Wir decken ihr Versagen auf, wie es Millionen Wähler wollen. Bei dem jetzt abgeschobenen Clanchef handelt es sich um Ibrahim Miri und seinen Miri-Familienclan aus dem tiefsten Orient. Allein in Bremen hat er 3.000 Mitglieder, davon über die Hälfte bereits straffällig geworden. Umsatz mit Drogen 50 Millionen, dazu Einnahmen aus Raub, Schutzgelderpressung, Zwangsprostitution, Waffenhandel, obendrein noch Mord, zusätzlich 7 Millionen durch Plünderung deutscher Sozialkassen. Was für eine Verachtung für Deutschland und seine Gesetze. Und Sie alle haben jahrzehntelang zugeschaut. Was für eine peinliche Kapitulation vor diesen internationalen Verbrecherbanden, meine Damen und Herren. Wenige Wochen nach meiner Bundestagsrede wurde Clanchef Ibrahim Miri endlich in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Land geworfen. 12 Polizisten waren nötig, die ihn aus dem Land geworfen haben, nach Beirut ausgeflogen haben im Privatjet. Das hat gekostet alleine 65.000 Euro. Miri bekam obendrein eine strikte Wiedereinreisesperre, praktisch totales Deutschlandverbot. Innenminister Seehofer, Sie feierten sich vor Kameras als Held der Stunde und jubelten, ein spektakulärer Erfolg. Die Bild-Zeitung triumphierte, Deutschlands gefährlicher Clanchef verhaftet. Und selbstgerecht, Herr Seehofer, sagten Sie noch, das ist der Rechtsstaat, das ist der Rechtsstaat. Und nur wenige Wochen später spaziert ein gut erholter Ibrahim Miri fröhlich zurück über Deutschlands Grenze. Mehr noch, er meldet sich auch noch frech beim Amt, klagt über Verfolgung, fordert Asyl und beschimpft die Polizei. Er verhöhnt unseren Staat, er verhöhnt unsere Gesetze und er verhöhnt auch Sie, Herr Seehofer. Denn das ist Ihr Rechtsstaat, eine Farce, impotent und wehrlos insgesamt. Und der Fall Miri, müssen wir uns doch klar machen, ist nur die Spitze eines Eisbergs. Über ein Drittel aller mühsam Abgeschobenen kommt gleich wieder zurück. Wie wollen Sie die denn draußen halten, die Verbrecher? Das Urübel der deutschen Migrationspolitik ist, wie auch jüngst der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft sagte, wörtlich, dass wir die Kontrolle über unsere Grenzen nahezu vollständig aufgegeben haben. Das ist das Problem. Solange Sie die Grenzen nicht schützen, Herr Seehofer, können Sie die Verbrecher nicht wirksam draußen halten. Die kommen immer wieder herein und das Volk muss es ausbaden. Und da wundern Sie sich, wenn die Bürger im Zorn Sie mit Wutmails überkübeln. Wundern sich, wenn die Emotionen im Netz hochkochen. Wundern sich, wenn Polizisten und Soldaten die AfD wählen. Für Ihre Fehler müssen Bürger leiden und Sicherheitskräfte bluten. Sie alle fühlen sich verraten. Zu Recht, Herr Seehofer. Dabei haben die Deutschen eine Alternative, nämlich den Weg der AfD. Grenzen schützen, Gangster und Illegale ausweisen. Alle zivilisierten Staaten dieser Welt machen das so. Sie nennen das rechtsradikal. Wir nennen das den einzig vernünftigen Weg zurück zu Frieden, Ordnung und Sicherheit in Deutschland. Das letzte Wort haben, Gott sei Dank, die Wähler. Das Wort hat Dr. Eva Högel für die SPD.